Wir schauen uns in diesem Video einen der günstigsten Helme an, den wir in unserem Shop führen, wenn nicht sogar den günstigsten Helm, nämlich den NZI Activi 3. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helm Express Product Test begrüßen. Wir packen heute den NZI Activi 3 aus und dann sprechen wir drüber. Und zwar heißt er tatsächlich Activi und nicht Activity, wie ich am Anfang gedacht habe. Die Verpackung macht erstmal einen richtig guten Eindruck. In, ja, ist das olivgrün-gelblich gehalten mit schwarzen Schriftzügen drauf. Da drauf steht Urban Lifestyle. Das ist ja so der Slogan von NZI. Und das Ganze einmal auf. So, zack, zack, zack. Haben das Ganze dann hier vor uns. Haben dann den Helm im Helmbeutel. Zack, einmal raus. Und sonst ist auch schon nichts mehr drin in dem Karton. Deswegen kann der einmal weg. Und wir schauen uns jetzt diesen preiswerten Helm einmal im Detail an. Kriege ich das hier aufgemacht? Ne, muss ich erst einen Knoten lösen. Jetzt werden hier auch meine Handfertigkeitsfähigkeiten hier auf die Probe gestellt. Wieso ist dieses Exemplar zugeknotet? Warum ist da keine Schleife drin? So, zack, zack. Der Beutel kommt weg und der Helm kommt raus. Hier die Variante in schwarz glänzend, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir schauen uns ihn jetzt einmal im Detail an. Wir haben das NZI-Logo auf der Stirn. Wir haben sonst nichts. Hier hinten, was steht hier hinten noch drauf? NZI Activi 3, also gleich quasi Herstellerbezeichnung und nochmal das Modell. Und sonst, was schön ist, hier die Mechanik, die Visiermechanik ist abgedeckt. Es ist Wahnsinn sowieso, dass man für dieses Geld als Hersteller einen Helm zusammensetzen kann, der ja auch die ECE-Prüfnummer natürlich hat. Und es ist ein Helm, der richtet sich an Rollerfahrer, die im Winter zum Beispiel keinen Jethelm fahren wollen, sondern vielleicht dann doch einen geschlossenen haben. Oder wenn ihr einfach einen Helm für einen Sozius haben wollt, irgendwas, was nicht so ganz so oft benutzt wird, denn wenn ihr regelmäßig Motorrad fahrt zur Arbeit oder einfach jedes Wochenende eine Tour fahrt, dann ja, würde ich dann doch auf einen anderen Helm setzen. Das ist hier wirklich mal so ein Helm für eine Gelegenheit. Wir haben hier eine Thermoplast-Außenschale, wir haben ein klares und kratzfestes Visier, was kein Pinlock-Visier ist. Visiermechanik läuft anwandfrei. Wir haben hier Stirnbelüftung, da und da, lässt sich auch sehr gut bedienen und natürlich im Kinn nochmal eine Belüftung. Zack. Passt auch. Wie gesagt, die Mechanik hier ist abgedeckt. Das macht einen sehr guten Eindruck. Schauen einmal hinein. Haben keinen Windabweiser. Das heißt also, ein bisschen Luftzug werden wir drin haben. Haben hier einen schönen Kunstlederabschluss. Haben hier ein herausnehmbares, waschbares Innenfutter. Und was für ein Verschluss? Wir haben hier nämlich einen Mikrometrik-Gradschnittverschluss. Absolut in Ordnung. Also rundum solider Helm. Wie gesagt, wenn man einen Helm für einen Sozius haben möchte, als Rollerfahrer im Winter einen geschlossenen Helm haben will oder auch so als Rollerfahrer einen Helm haben will für seine Vespa etc. Und dann macht er eine solide Figur. Wenn ihr regelmäßig oder schneller unterwegs sein wollt, dann würde ich euch zu einem Upgrade raten. Das verlinke ich euch hier einmal, nämlich den NZI Solid. Und ja, den könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen. Jetzt wünsche ich euch, wenn ihr euch dafür entscheidet, ganz viel Spaß damit. Und euch allen wünsche ich eine gute, vor allem unfallfreie Motorsaison. Pass auf euch auf. Bis dahin. Ciao.